Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum 11. Kapitel. Und das sind die Jahre 1938 bis 1945. Wir haben gesehen, dass die meisten Mitglieder des Wiener Kreises sich bereits abgesetzt hatten. Dazu zählt etwa auch Rudolf Carnap, der ahnte, dass er in Prag nicht sicher war und der in die USA emigriert war. Im März 1938, da setzte der österreichische Kanzler Kurt Schuschnigg kurzfristig eine Volksabstimmung ab. Wollte man ein freies und unabhängiges Österreich, ja oder nein? Nun, Hitler war nicht gewillt, auf die Antwort zu warten. Er setzte seine Truppen in Marsch. Alles lief wie am Schnürchen, jeder Widerstand schien sinnlos und die Wehrmachtskolonnen wurden von fanatisierten Massen bejubelt. Die, die nicht jubelten, die zeigte die Wochenschau nicht. Ein wahrer Hexensabbat des Pöbels, so schilderte es Karl Zuckmayer. Dieser deutsche Schriftsteller war im Jahr 1933, so wie viele andere, vor den Nationalsozialisten nach Österreich geflohen. Jetzt musste er wieder packen. Ich zitiere aus Zuckmayer. Die Unterwelt hatte ihre Pforten aufgetan und ihre niedrigsten, scheußlichsten, unreinsten Geister losgelassen. Die Stadt verwandelte sich in ein Albtraumgemälde des Hieronymus Bosch. Lemuren und Halbdämonen schienen aus Schmutzeiern gekrochen und aus versumpften Erdlöchern gestiegen. Die Luft war von einem unablässig gellenden, wüsten, hysterischen Gekreische erfüllt aus Männer- und Weiberkehlen, das Tage und Nächte lang weiterschrillte und alle Menschen verloren ihr Gesicht, glichen verzerrten Fratzen. Die einen in Angst, die anderen in Lüge, die anderen in wilden, hasserfüllten Triumph. Soweit Zuckmayer. Der Wiener Bankier Arthur Schlesinger, der im mathematischen Kolloquium über die Gleichgewichtssätze von Walras gesprochen hatte und damit Abraham Wald zu seinen Untersuchungen angeregt hatte, der nahm sich am Tag, als Hitler in Wien einzog, das Leben. Schlesingers Selbstmord war nur einer unter vielen. Die Zeitungen wurden angewiesen, nicht mehr über dieses leidige Thema zu berichten. Von der Universität von Notre Dame in den USA aus schrieb Karl Menger an die Universität Wien, ich zitiere, ich kabelte heute, accepted position abroad, giving up Viennese professorship, letter follows. Ich bestätige Ihnen hiermit brieflich, dass ich eine Stellung im Ausland angenommen habe und meine Wiener Professur aufgebe. Karl Menger. Sofort nach dem Anschluss setzte eine rücksichtslose sogenannte Säuberung der Universität ein. An der Philosophischen Fakultät zählten 14 von 45 Ordinarien, 11 von 22 außerordentlichen Professoren, 13 von 32 emeritierten Professoren und 56 von 159 Privatdozenten als sogenannte Abgänge, wie man das nannte. An der Medizinischen Fakultät waren die Verluste noch krasser. Österreich, das nur mehr als Ostmark bezeichnet werden durfte, amputierte sein Hirn. Hier sehen wir Demonstrationen vor der Universität und hier in einem Hörsaal. Das sogenannte Gesetz über die Neuordnung des Berufsbeamtentums lieferte die Handhabe für die vielen Versetzungen in den Ruhestand. Als wesentlichstes Druckmittel diente dabei der Diensteid, den alle Universitätsangehörigen abzulegen hatten. Natürlich durften ihn nur die sogenannten Arier leisten. In seiner Antrittsrede bemängelte der neue kommissarisch eingesetzte Rektor Knoll die bisherige Zurückhaltung der Professoren gegenüber dem Nationalsozialismus und verkündete warnend, ich zitiere den Rektor Knoll, nun ist alles anders geworden. Der Anschauungsunterricht,
den die Professorenschaft während der Zeit der Anwesenheit des Führers in Wien genossen hat, wird seine Wirkung nicht verfehlen. Hat sie nicht verfehlt. Einer aus der Professorenschaft, der in den Genuss des sogenannten Anschauungsunterrichts gekommen war, das war Otto Pötzl, der Leiter der Psychiatrie. Er war zwar selbst nicht jüdisch, aber lange Jahre Mitglied von Sigmund Freuds psychoanalytischer Gesellschaft gewesen. Also offensichtlich ein sogenannter Judenfreund. Übrigens, was den über 80-jährigen Freud betrifft, der hatte natürlich seine Koffer packen müssen. Er emigrierte nach London. Aber Otto Pötzl blieb in Wien. Er verlor allerdings seine Stelle auf persönliche Anordnung des Dozentenbundführers. Aber Pötzl war nicht gewillt, seine Klinik und damit sein Lebenswerk aufzugeben und einem inkompetenten Nazi-Günstling zu weichen. So bewarb er sich um die Mitgliedschaft in der Partei. Das machten damals viele Österreicher. Die Märzveilchen nannte man sie. So viele, dass die NSDAP ein Moratorium verkünden musste. Keine weiteren Aufnahmen eine Zeit lang. Doch Pötzls Schachzug, der hatte Erfolg. Der Wille galt fürs Werk. Nach wenigen Wochen wurde Pötzl wieder zum Leiter seiner Klinik bestellt. Er konnte sich natürlich leicht ausrechnen, dass der Dozentenbundführer alle seine weiteren Aktivitäten mit Argusaugen verfolgen würde. Den neuen Machthabern entging nichts. Fortan wurde jede Vorlesungsstunde mit dem sogenannten deutschen Gruß, hier sehen Sie ihn vorexerziert, eingeleitet. Allerdings gelitt dieser deutsche Gruß nicht immer so stramm wie von den neuen Machthabern gewünscht und bereits im März 1938, verzeihen Sie, bereits im Mai 1938 musste der NS-Studentenführer in einem Rundschreiben die grassierende Haltungslosigkeit in die Schranken weisen. Jeder Haltungslose wurde gewarnt, dass er sich jenseits unserer Gemeinschaft stelle, die von nun an geschlossen und scharf dagegen vorgehen würde. Schon für das Sommersemester 1938 wurde ein Numerus Clausus für jüdische Studierende eingeführt, sowie eine Aufnahmebeschränkung für Studentinnen. Wer neu zugelassen werden wollte, der musste nach bestem Wissen und Gewissen versichern, weder Jude zu sein, noch als solcher zu gelten. Die Benutzung der Universitätsbibliothek wurde Juden untersagt. Die Universität führte über die wenigen verbleibenden jüdischen Hörer penibel Buch und teilte ihren Namen unaufgefordert der Gestapo mit. Und im Wintersemester, nach dem Novemberpogromen der sogenannten Reichskristallnacht, wurde Juden sogar das Betreten der Universität überhaupt verboten. Die Universitäten rühmten sich nunmehr, judenfrei zu sein. Ein schreckliches Wort. Die Juden, die entliehene Bücher zurückgaben, die mussten das auf der Treppe vor dem Hauptgebäude tun. Das hielt die Bibliothekare auf Trab. Der Wiener Mathematiker Walter Rudin, der von 1921 bis 2010 lebte, der konnte als 17-jähriger Schüler den Einmarsch der Nazis miterleben und er schrieb später, ich zitiere, in einer Hinsicht ging es uns besser als den deutschen Juden. In Deutschland wurden die Schrauben nur langsam angezogen, darum zögerten viele deutsche Juden, bis es zu spät war. In Österreich wurde innerhalb weniger Tage klar, dass es keine Alternativen zum Verlassen des Landes gab. Soweit Rudin. Und Zuckmeier schrieb in seiner Autobiografie mit dem Titel »Als wäre es ein Stück von mir«, ich zitiere daraus, »Was hier entfesselt wurde, hatte mit der Machtergreifung in Deutschland, die nach außen hin scheinbar legal vor sich ging und von einem Teil der Bevölkerung mit Befremden, mit Skepsis oder mit einem ahnungslosen nationalen Idealismus aufgenommen wurde, nichts mehr zu tun. Was hier entfesselt wurde, war der Aufstand des Neids, der Missgunst, der Verbitterung, der blinden, böswilligen Rachsucht. Und alle anderen Stimmen
waren zum Schweigen verurteilt. Soweit Zugmeier. Einigen von den wenigen noch verbliebenen Mitgliedern des Wiener Kreises gelang es in den Monaten der ständig zunehmenden Verfolgung, das rettende Ausland zu erreichen. Zu ihnen gehörten Rose Rand, Gustav Bergmann und Edgar Zilsel. Rose Rand, die sämtliche vorgeschriebenen Prüfungen längst absolviert hatte, erwarb in einer sogenannten Nicht-Aria-Promotion ihren Doktorgrad und wurde im selben Aufwaschen auch mit einem Berufsverbot belegt. Ihre Arbeit über den Wirklichkeitsbegriff bei Geisteskranken, die bereits zum Druck angenommen worden war, die konnte nach dem Anschluss natürlich nicht mehr erscheinen. In England fand also Dr. Rose Rand dürftigen Unterschlupf als Hilfspflegerin im St. Albans Hospital for Imbecile Children, wo niederschmetternde Bedingungen herrschten. Rudolf Carnap und Philipp Frank waren schon längst aus Prag in die USA umgezogen. Auch Mitglieder des Wiener Mathematischen Kolloquiums wie Abraham Wald und Franz Alt konnten gerade noch rechtzeitig der Shoah entkommen. Die Weltöffentlichkeit war empört, aber außer Mexiko legte kein Staat gegen den Anschluss Protest ein. Was jetzt die Auslandspresse über Wien schreibt, so seufzt eine der Romanfiguren aus dem Fragment Weihnacht in Wien von Leo Perutz, die ich jetzt zitiere. Was jetzt die Auslandspresse über Wien schreibt, das liest sich wie der Nachruf auf einen gefeierten Filmstar, dem die Welt viele Stunden künstlerischen Genusses zu danken hat. Und jetzt ist er uns entrissen. Aber die großen Filmproduzenten werden auch ohne ihn auskommen. Soweit Perutz. Adolf Eichmann, der 1933 Österreich als illegaler Nazi verlassen hatte, war wieder zurück. Er baute die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien, die man sinnigerweise, er baute diese Zentralstelle auf, man hatte sie sinnigerweise im luxuriösen Palais Rothschild untergebracht. Diese Zentralstelle, die erwies sich als ein großer Erfolg und bald wurden überall im Reichsgebiet solche Zentralstellen kopiert. An Geld für den Ausbau mangelte es nicht, dafür sorgten die drakonischen Reichsfluchtsteuern. Und die Karriere des Adolf Eichmann entwickelte sich unaufhaltsam weiter und die Warteschlangen für Ausreisegenehmigungen, die wurden tagtäglich länger. Auch für Johann Nelböck verhieß der Anschluss eine Ortsveränderung. Er saß seit einem Jahr in der Haftanstalt Stein. Für Professor Sauter schien der Moment gekommen, dem Mörder Schlicks zur Freiheit zu verhelfen. Über Sauter ist wenig bekannt, außer dass er wahrscheinlich jener Professor Austriacus war, der den infamen Presseartikel in der Zeitschrift Schönere Zukunft verfasst hatte. Jetzt überreichte Sauter dem Justizminister eine Bitte um Gnade für Nelböck. Beim Mord habe es sich um ein Notdelikt gehandelt, ein Delikt aus weltanschaulicher und politischer Not. Moritz Schlick war bekanntermaßen ein Exponent des Judentums an der Philosophischen Fakultät gewesen und außerdem ein frühes Mitglied der Vaterländischen Front. Hingegen sei Nelböck, ich zitiere, stark von nationalen Motiven und ausgesprochenem Antisemitismus erfüllt. Von diesen weltanschaulichen und politischen Motiven hatte damals während der Systemzeit, der sogenannten Systemzeit, wie die Jahre des Ständestaats jetzt hießen, nicht gesprochen werden dürfen. Deshalb hatten diese Motive bei dem Prozess nicht berücksichtigt werden können. Soweit Sauter. Nun also das Argument schien den neuen Machthabern zwingend einzuleuchten. Und so kam Johann Nelböck im November 1938 frei. Die Reststrafe von 7 Jahren, einem Monat und 29 Tagen, die musste er nicht mehr verbüßen. Er erhielt erstmals in seinem Leben eine geregelte Arbeit.
eine Anstellung in der geologischen Abteilung der kriegswirtschaftlichen Erdölverwaltung. Einige Jahre später, noch vor Ende der Probezeit, ersuchte Nelböck um Tilgung aus dem Strafregister, um wieder ganz in die Volksgemeinschaft zurückkehren zu dürfen. Er dürfe sich rühmen, so schrieb er, durch die Beseitigung eines jüdische, volksfremde und volksschädliche Lehren verbreitenden Lehrers, dem Nationalsozialismus einen Dienst erwiesen zu haben. Da nun die NS-Weltanschauung der heute herrschende Staatsgedanke sei, empfände er, Nelböck, es als Härte, noch weiterhin für den Nationalsozialismus leiden zu müssen. Die Wiener Gauleitung befürwortete dieses Gnadengesuch, doch der Privatkanzlei des Führers in Berlin erschien dieser Schritt als verfrüht. Der Oberstaatsanwalt schloss sich dem an. Es bleibe doch die Tatsache bestehen, dass es vorwiegend persönliche Motive gewesen seien, die Nelböck zur Tat getrieben hätten und nicht etwa die Absicht, die Gemeinschaft von einem Volksschädling zu erlösen. Im Übrigen scheine es für die Rechtsordnung nicht ohne Gefahr zu sein, jemanden zu begnadigen, der meint, einen als schädlich erkannten Menschen beseitigen zu dürfen. Also so blieb Nelböcks Name noch eine Zeit lang im Strafregister vermerkt. Wir kommen jetzt zu Kurt Gödel. Kurt Gödel zählte nicht zu den rassisch Verfolgten und hatte auch politisch wenig zu befürchten. Er war in seinen Äußerungen stets sehr zurückhaltend gewesen. Allerdings war seine Lehrbefugnis eingezogen worden im Zug einer allgemeinen Maßnahme, der Titel Privatdozent. Diesen Titel hatte das Dritte Reich abgeschafft und das wurmte Gödel. Aber so blieb ihm wenigstens der Diensteid erspart. Einige Wochen vor dem Einmarsch der Wehrmacht in Wien, hatte Kurt Gödel an einem Samstagabend in der Wohnung von Edgar Zilsel vor den wenigen noch verbliebenen Mitgliedern des Schlick-Zirkels einen Vortrag gehalten. Und das war vermutlich das letzte Treffen von dieser kleinen Gruppe. Gödels Referat über Widerspruchsfreiheit richtete sich ausschließlich an Mathematiker. Von denen befand sich allerdings kein einziger mehr unter den Zuhörern. Wissenschaftlich war Gödel in Wien völlig isoliert. Allerdings allein war er trotzdem nicht. Schon 1929, im Jahr seines Doktorats, hatte er Adele Nimburski kennen und lieben gelernt. Eine geschiedene Frau, ehemalige Tänzerin, 8 Jahre älter als Kurt. Ihr Vater war Fotograf. Adele lebte nunmehr bei ihren Eltern. Dort übte sie auch ihren neuen Beruf aus, nämlich Masseuse. Wiener Wäschermädel-Typ, so notierte Oskar Morgenstern später in sein Tagebuch. Wiener Wäschermädel-Typ, wortreich, ungebildet, resolut und hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Das ist Adele Nimburski. Kurz Kollegen wussten über all die Jahre hinweg nichts von diesem Verhältnis. Seine Mutter und sein Bruder verhielten sich eisig ablehnend. Adele passte ihrer Auffassung nach überhaupt nicht zu Kurt. Doch sie betreute ihn wirklich hingebungsvoll. Wenn er in Princeton weilte, dann wartete sie in Wien auf die Rückkehr ihres unverständlichen und geliebten Genies. Einmal hatte Gödel seinen Aufenthalt in Amerika wegen eines Nervenzusammenbruchs abkürzen müssen. Einmal war er gezwungen gewesen, schon bei der Hinfahrt umzukehren. Wenn er sich im Sanatorium befand, besuchte ihn Adele dort diskret.
Die Vergiftungsängste, die Kurt schon lange plagten, die wurden immer ärger. Wenn seine Zustände besonders schlimm waren, dann konnte er nur zu sich nehmen, was ihm Adele gekocht hatte. Und auch das nur, wenn sie es vor seinen Augen mit seinem Löffel von seinem Teller vorgekostet hatte. Auch nach dem Anschluss übrigens von 1938 stand die resolute Adele ihrem Kurt beschützend zur Seite. Als ihm einmal auf der Straße ein paar Nazi-Raudis die Brille vom Kopf rissen, weil sie ihn für einen Juden hielten, schlug Adele die Burschen mit ihrem Regenschirm in die Flucht. Nach beinahe 10-jähriger Freundschaft schien nunmehr die Zeit gekommen zu heiraten, auch wenn sich Gödels Mama eine bessere Partie erhofft hatte. Gödel war mehr als froh, Adele alle Vollmachten für das Eheaufgebot zu übertragen, wie Sie hier lesen können. Die neue Wohnung lag in einem vornehmen Haus am Stadtrand im noblen Grinzing, nahe bei den Weinbergen. Und im September 1938 wurde geheiratet. Aber bereits 2 Wochen später zog Gödel neuerlich für ein Gastsemester nach Princeton. Der Reiseantritt bereitete ihm keine Schwierigkeiten, trotz der zum Zerreißen angespannten politischen Lage. In diesen Tagen, das waren die Tage des Münchner Abkommens, wo ein Ausbruch des Krieges unmittelbar bevorzustehen schien. Gödel besaß bereits seit längerem ein Visum für die mehrmalige Einreise in die USA und er befand sich in zuversichtlicher Stimmung. Adele jedoch blieb zurück in Wien. Sie sollte dann beim nächsten Mal mitkommen. In Gödels Reisegepäck befanden sich sensationelle neue Ergebnisse. Er hatte sich nunmehr der Mengenlehre zugewandt. Da auf diesem Zweig der Mathematik alle anderen Zweige beruhen, etwa die Geometrie oder die Analysis, ist die Mengenlehre natürlich auch von philosophisch größter Bedeutung. Seit dem Russellschen Paradox hat er sich in diesem Fach viel getan. Man war sehr vorsichtig geworden. Mengen, die sich selbst enthalten, die ließ man nicht mehr zu. Die Menge aller Mengen oder die Menge aller Ideen, das erklärte man gewissermaßen zu mathematischen Unpersonen oder zu Unmengen, wie Mathematiker zu scherzen belieben. Die neuen Axiome verlangten, dass Mengen nach ganz strengen Regeln gebildet werden oder eben keine Mengen sind. Zu diesen strengen Regeln zählte das sogenannte Auswahlaxiom. Liegt eine Familie von nicht leeren Mengen vor, so kann man aus jeder dieser Mengen ein Element auswählen und so eine neue Menge bilden. Das ist keineswegs so selbstverständlich, wie es zunächst scheinen mag. Es führt zu äußerst sonderbaren Resultaten. Ernst Zermelo der vor langer Zeit einmal Boltzmann so kritisiert hat, ein Schüler übrigens von Hilbert und ein ehemaliger Kollege von Hans Hahn. Dieser Zermelo war der erste gewesen, der dieses Axiom formuliert hatte. Und nun hatte Gödel nachweisen können, dass dieses Axiom nicht im Widerspruch stand zu den anderen Axiomen der Mengenlehre. Dieser Beweis war ein Tour de force, ein mathematisches Kunststück erster Qualität. Aber noch bemerkenswerter war Gödels Resultat über die Kontinuumshypothese von Cantor.
Ja, Kantor, das war der Erste gewesen, der die Scheu der Mathematiker vor dem Unendlichen abgelegt hatte und damit zu rechnen begonnen hatte. Also die Menge aller natürlichen Zahlen 1, 2, 3 und so weiter, das liefert gewissermaßen die kleinste Unendlichkeit. Die Menge der geraden Zahlen 2 und 4 und so weiter, die ist nicht weniger unendlich, was erstaunlich genug ist auf ersten Blick. Aber man kann ja jede natürliche Zahl mit der verdoppelten Zahl paaren. Also man kann 1 mit 2 paaren und 2 mit 4 und 3 mit 6 und so weiter. Und dann besitzt also jede Zahl aus der Menge der natürlichen Zahlen genau einen Partner in der Menge der geraden Zahlen und umgekehrt. Ja, diese beiden Mengen, die natürlichen Zahlen und die geraden Zahlen, sind also gleichmächtig. Andererseits scheint die Menge der Bruchzahlen, also etwa die Zahlen 7 halbe oder 9 Dreizehntel und so weiter, die scheinen viel unendlicher zu sein als die Menge der natürlichen Zahlen. Ja, zwischen je zwei natürlichen Zahlen, 3 und 4, ja, da liegen ja unendlich viele Bruchzahlen. Und zwischen je zwei Bruchzahlen liegen auch wieder unendlich viele weitere Bruchzahlen. Aber Cantor hatte gezeigt, dass man die Bruchzahlen durchnummerieren kann. Man kann also die natürlichen Zahlen und die Bruchzahlen so paaren, dass jeder natürlichen Zahl genau eine Bruchzahl, eine rationale Zahl, zugeordnet ist. Die rationalen Zahlen kann man also auch abzählen. Daher sind die Mengen der natürlichen Zahlen und die Mengen der Bruchzahlen oder rationalen Zahlen gleichmächtig, wie man sagt. Aber die Punkte auf der ganzen Zahlengeraden, dem sogenannten Kontinuum, die lassen sich nicht mehr abzählen. Dem Kontinuum kommt eine größere Unendlichkeit als den natürlichen Zahlen zu. Ja? Das hatte Cantor nachgewiesen. Und überhaupt hatte er nachgewiesen, dass es unendlich viele Unendlichkeiten gibt. Und seine Kontinuumshypothese nun, die behauptet, dass die nächstgrößere Unendlichkeit nach der Unendlichkeit der natürlichen Zahlen 1, 2, 3 jene des Kontinuums ist. Ja, der Beweis für diese Behauptung, den zu finden, das war Problem Nummer 1 auf der berühmten Liste von David Hilbert, von den Hilbertschen 23 Problemen, mit denen Hilbert im Jahr 1900 die Mathematik in die Schranken gefordert hatte. Nun, und Kurt Gödel bewies im Jahr 1938 ein Teilergebnis wenigstens. Die Kontinuumshypothese, die widerspricht nicht den anderen Axiomen der Mengenlehre. Also man kann sie nicht von der Hand weisen, man kann sie nicht widerlegen. Ja? Gödels Beweis war ungemein aufwendig, viel schwieriger übrigens als der Beweis seines berühmten Unvollständigkeitssatzes. Und dieser Beweis eröffnete wieder einmal mathematisches Neuland. Übrigens, bereits damals wurde vermutet, dass auch die Verneinung der Kontinuumshypothese nicht im Widerspruch steht zu den übrigen Axiomen der Mengenlehre. Und Gödel bemühte sich auch jahrelang, das zu beweisen. Es gelang aber erst im Jahr 1963, und zwar nicht ihm, sondern dem jungen Amerikaner Paul Cohen. Die meisten Mathematiker folgerten daraus, dass die Situation in der Mengenlehre analog ist zu der in der Geometrie. Im selben Sinn, in dem das Parallelenaxiom unabhängig ist von den übrigen Axiomen der Geometrie, ist die Kontinuumshypothese unabhängig von den übrigen Axiomen der Mengenlehre. Man kann also Mengenlehre mit oder ohne
Kontinuumshypothese betreiben. Genauso wie man, ja, man kann sie auch mit oder ohne Auswahlaxiom betreiben. Das ist eine Situation, die ganz analog ist zu der in der Geometrie, wo man Geometrie mit oder ohne parallelen Axiom treiben kann. Ja, die Entscheidung steht jedermann frei. Das passt gewissermaßen zu dem Toleranzprinzip von Carnap. Gödel selbst aber zog einen anderen Schluss. Er zog den Schluss, dass die sogenannten wahren Axiome der Mengenlehre noch nicht gefunden worden sind. Ja, das setzt voraus, dass es irgendwo in einem Reich der Ideen die wahre Mathematik gibt. Wir erfinden sie nicht, wir entdecken sie bloß, wie einen fremden neuen Kontinent. Also das ist ein Standpunkt, den nur ein überzeugter Platoniker einnehmen kann. Ein Standpunkt, der den Denkern wie Carnap oder Wittgenstein oder Hahn oder Menger völlig überholt vorkam. Über seine platonischen Auffassungen sprach Kurt Gödel viele Jahre lang ebenso wenig wie einst über seine Liaison mit Adele. Aber er blieb einfach dabei. Im Jahr 1939 hielt Gödel dann am Jahrestreffen der American Mathematical Society einen Vortrag über die Kontinuumshypothese. Und er wurde zu einem Hauptvortrag für den nächsten Kongress der Internationalen Mathematischen Gesellschaft eingeladen, der für 1940 angesetzt war. Also diese Kongresse, das sind die Gegenstücke der Olympischen Spiele, halt bei den Mathematikern. Aber bald wurde klar, dass die politische Entwicklung sowohl den Kongress als auch die Olympischen Spiele unmöglich machen sollte. Während Gödel in Amerika war, marschierten Hitlers Truppen in Prag ein, unter Bruch des Münchner Abkommens. Auch den Arglosesten wurde damals klar, dass es demnächst zum Krieg kommen muss. Nach seinem Gastsemester im Institute for Advanced Study verbrachte Gödel noch einige Monate bei seinem Freund Karl Menger an der Notre Dame Universität in Indiana. Dann jedoch kehrte er, trotz Mengers Beschwörungen, dann kehrte er heim nach Wien. Gödel beabsichtigte, im Herbst 1939 dann wieder nach Princeton zu reisen, diesmal mit seiner Frau. Als er sich im Juni 1939 in New York einschiffte, da ahnte er nicht, dass er damit zu einer Weltumrundung aufgebrochen war. In Wien des Sommers 1939 verschlang die bürokratische Maschinerie des Dritten Reiches den weltfremden Kurt Gödel. Es begann damit, dass sein österreichischer Pass eingezogen wurde. Österreich gab es ja nicht mehr, sondern die Ostmark. Kurt Gödel bekam zwar als deutscher Staatsbürger einen neuen Pass, aber der enthielt nicht das amerikanische Visum für die mehrfache Ein- und Ausreise. Dieses befand sich in dem alten und nunmehr ungültigen Pass. Ein heillos überfordertes US-Konsulat sah sich außerstande, das Visum einfach von einem Pass zum anderen zu übertragen. Gödel musste sich also in die Schlange der Hunderttausenden einfügen, die auf eine Einreiseerlaubnis in die USA warteten. Eine besondere Zwangslage konnte er nicht geltend machen, denn er war ja nicht politisch verfolgt. Andererseits konnte er für das privilegierte Professorenvisum auch nicht in Frage kommen, denn eine der Voraussetzungen dafür war, in den letzten 2 Jahren reguläre Vorlesungen abgehalten zu haben, und das hatte Gödel aber nicht. Außerdem war ihm ja seine Lehrbefugnis aberkannt worden. Stattdessen durfte er sich um die vom NS-Ministerium eingeführte Dozentur neuer Ordnung bewerben. Aber dass sein Ansuchen Erfolg haben würde, das schien damals völlig ausgeschlossen. Gödel hatte keine Unterstützer mehr an der Universität. Niemanden, der auch nur einen Schimmer von Wert seiner Leistungen ahnte.
Seine Art der Mathematik war durch ihre hohe Abstraktion und ihren Formalismus den Vertretern einer sogenannten deutschen Mathematik geradezu widerlich. Ja, diese deutsche Mathematik, die war zwar nicht sehr deutlich definiert, aber eins war klar, Ballistik war in, aber Logik war out. Selbst David Hilbert, der in Göttingen mit dem Schweizer Paul Bernays ein zweibändiges Werk über die Grundlagen der Mathematik fertigstellte, selbst Hilbert geriet ins Abseits. Als er 1943 starb, fand sein Hinscheiden weitaus mehr Beachtung in Amerika als in Deutschland. Aber wir sind noch in den hektischen Wochen des Sommers 1939. Da wurden die Probleme von Kurt Gödel mit der Wiener Bürokratie allmählich unüberschaubar. Seinem Freund Karl Menger klagte er in einem Brief über die schier endlosen Laufereien. Leo Perutz schildert in einem Romanfragment die Lage der Ausreisewilligen so, ich zitiere Perutz: Ämter, deren Namen keiner je zuvor vernommen hatte, traten aus dem Dunkel ihrer Verborgenheit hervor, machten ihre Forderungen geltend und wollten befriedigt oder wenigstens beachtet und befragt werden. Soweit Perutz. Gödels Wohnung in Grinzing war bereits gekündigt, eine neue musste jetzt gefunden werden und das Devisenamt machte Schwierigkeiten wegen der Dollars, die Gödel in den USA verdient hatte. Im Zug der Amtshandlungen wurde auch festgestellt, dass sich Gödel vor seiner letzten Abreise im Herbst 1938 nicht ordnungsgemäß von der Universität Wien abgemeldet hatte. Zwischen Universität und Ministerium kam es zu einem Briefwechsel über den mutmaßlichen Aufenthaltsort Kurt Gödels. Er befand sich in Wien, aber das schien niemand zu wissen. Des Weiteren bemäkelte ein Beamter, dass für den Gödelschen Abstammungsnachweis zwar 16 Urkunden vorlegen, aber nicht die Trauscheine der Eltern. Kurt Gödel möge sie ehestbaldig vorlegen. Ob auch die Trauscheine der Großeltern verlangt würden, das blieb noch in der Schwebe. Und der Dozentenbundführer, der hielt fest, dass Gödel in wissenschaftlichen Kreisen zwar hohes Ansehen genieße, dass aber sein Lehrer Hans Hahn ein jüdischer Professor gewesen sei. Ich zitiere, wie überhaupt die Mathematik in Wien während der Systemzeit stark verjudet war. Zwar gelte Gödel als politisch, unpolitisch, aber er würde aller Voraussicht nach den schwierigen Lagen, denen er als Vertreter des neuen Deutschland in den USA begegnen würde, kaum gewachsen sein. Soweit der Dozentenbundführer. Als im September 1939 der Krieg ausbrach, da saß Gödel immer noch in Wien fest. Er wurde bei der Musterung zur deutschen Wehrmacht als tauglich für den Garnisondienst befunden und seine Situation schien heillos verfahren. Doch da schritt John von Neumann ein, wirklich wie ein Deus ex machina. Er schrieb dem Direktor des Institute for Advanced Study, Gödel ist eine Klasse für sich. Und um es noch deutlicher zu machen, Gödel ist absolut unersetzlich. Er ist der einzige Mathematiker, von dem ich das zu behaupten wage. Und deswegen braucht das Institute for Advanced Study, braucht Kurt Gödel. John von Neumann fügte seinem Schreiben eine wirklich meisterhafte Analyse der verzwickten Lage bei und schlug einen Ausweg vor. Die bürokratischen Hürden des State Departments wurden tatsächlich überwunden und zu Beginn des Jahres 1940 erhielten die Gödels endlich ihr ersehntes Einreisevisum in die USA. Allerdings eine Überquerung des Atlantik erschien wegen der U-Boote zu gefährlich. Aber noch gab es keinen Krieg zwischen Hitler und Stalin und noch war Japan neutral. So reiste das Ehepaar Gödel über Berlin und Moskau, dann durch Sibirien und die Mandschurei und schließlich über Port Harbin nach Yokohama. Und dort versäumten sie das Schiff. Aber ein paar aufregende Wochen später, dort erreichten sie doch San Francisco. Die schönste Stadt, die ich je gesehen habe, so schrieb Kurt Gödel seinem Bruder erleichtert. 46 Tage nach ihrem Aufbruch
in Wien erreichten Kurt und Adele die sicheren Gefilde von Princeton. Sein Freund Oskar Morgenstern notierte, hier ist Gödel neben Morgenstern, sein Freund Oskar Morgenstern notierte im Tagebuch: Gödel ist aus Wien gekommen, diesmal mit Frau. Über Wien befragt, der Kaffee ist erbärmlich. Morgenstern selbst hatte sich während der Tage des Anschlusses in den USA befunden. Dort musste er erfahren, dass er auf einer schwarzen Liste der Nazis stand. Ob er jetzt Arier war, hin oder her. Er hatte sich bei den neuen Machthabern unbeliebt gemacht. Große Teile der letzten Budgetrede des österreichischen Finanzministers entstammten Morgensterns Feder. Als Direktor des Wiener Instituts für Konjunkturforschung hatte er wiederholt die wirtschaftliche Lebensfähigkeit Österreichs betont. Solche Sachen passten nicht in die Rechnungen der Nazis. Nun, also Morgenstern hatte nicht die Absicht, im Konzentrationslager von Dachau zu landen, so wie die halbe österreichische Bundesregierung der nunmehr verfemten Systemzeit. Er diente sich in Princeton zum Professor hoch. In Wien aber malten die bürokratischen Mühlen noch lange nach Gödels Abreise weiter. Und durch eine sonderbare Fügung wurde er gegen alle Erwartungen in absentia zum Dozenten neuer Ordnung ernannt, was laut Ernennungsurkunde, wie Sie hier lesen können, auch den besonderen Schutz durch den Führer nach sich zog. Also dieser Führer stand damals am Gipfel seiner Macht. Er hatte soeben Paris eingenommen. Diese Urkunde holte Gödel nie ab. Die Empfangsbestätigung wartet noch heute im Universitätsarchiv auf seine Unterschrift. Gödels Bruder Rudolf wurde wiederholt von den NS-Behörden nach dem Grund von dieser Säumigkeit befragt. Rudolfs Antworten nahmen einen zunehmend gereizten Ton an. Wie bereits mehrfach mitgeteilt, befindet sich mein Bruder in den Vereinigten Staaten. Und das würde sich übrigens so schnell nicht ändern, denn das Außenamt hat ausdrücklich vor Seereisen gewarnt. Im Juni 1941 wurde Kurt Gödel zum deutschen Generalkonsul nach New York beordert. Dieser eröffnete Gödel, dass er ihn ins Dritte Reich heimschaffen wolle. Gödel parierte mit dem Hinweis, dass er dort keinen bezahlten Posten fände und überdies auch gesundheitlich nicht voll auf der Höhe sei. Aber jedenfalls wenige Wochen später wurde die Angelegenheit gegenstandslos. Hitlers Truppen fielen im Juni 1941 über die Sowjetunion her. Und fortan stellte die transsibirische Route keine Reiseoption mehr dar. Ein halbes Jahr später erklärte Adolf Hitler auch den Vereinigten Staaten den Krieg. Gödel wurde dadurch in den USA zum sogenannten Enemy Alien, also zum feindlichen Ausländer. Seine einsamen nächtlichen Spaziergänge erregten bei den Nachbarn gehöriges Misstrauen. Das Institut konnte aber beschwichtigen. Im Jahr darauf wurde Gödel von einer Stellungskommission der US Army zur Musterung bestellt. Dem wackeren Institut for Advanced Study gelang es jedoch auch hier, diese Bedrohung zu bannen. In jenen Jahren entspann sich am Institut eine enge Freundschaft zwischen Gödel und Einstein, trotz des beträchtlichen Altersunterschiedes zwischen beiden. Warum wohl Einstein an den Gesprächen mit mir Gefallen fand, fragte sich Gödel später. Er vermutete eine der Ursachen darin, dass er, ich zitiere, häufig der entgegengesetzten Ansicht war und kein Hehl daraus machte. Der Physiker Freeman Dyson bestätigt: Gödel war der einzige von uns, der mit Einstein auf Augenhöhe verkehrte. Ihre Persönlichkeiten unterschieden sich auf beinahe jede Weise, meinte ein anderer Kollege, aber eine fundamentale Eigenschaft war beiden gemeinsam. Beide gingen voller Schwung und ohne Umschweife auf die zentralen Fragen los. Einstein selbst scherzte gern, dass er nur ins Institut käme, um das Privileg zu genießen,
Gödel auf dem Heimweg begleiten zu dürfen. Und vielleicht war es gar kein Scherz. Also jedenfalls diese größte intellektuelle Freundschaft seit Plato und Sokrates, wie sie genannt wurde, die führte zu einer erstaunlichen Entwicklung. Gödel war nämlich vom Herausgeber eines Sammelbandes über Titel Albert Einstein, Philosopher Scientist, war von dem Herausgeber gebeten worden, etwas Philosophisches über Kant und die Relativitätstheorie beizutragen. Also dieses Thema war keineswegs originell. Unter anderem hatten auch Schlick und Carnap schon darüber geschrieben. Aber Gödel vertiefte sich mit seiner charakteristischen Gründlichkeit in die Materie. Und aus dem geplanten philosophischen Aufsatz entstand eine mathematische Theorie. Gödel entdeckte nämlich eine bemerkenswerte Klasse von Lösungen der Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Es ergab sich daraus die grundsätzliche Möglichkeit von rotierenden Universen, für die keine absolute Zeit existiert und keine globale Gleichzeitigkeit. Solche Universen übrigens, die rotieren nicht um eine Achse, sondern vielmehr rotieren sie in Bezug auf jeden lokalen Trägheitskompass. Ja, das widersprach dem, was Einstein selbst als das Mach'sche Prinzip bezeichnet hatte und zum Ausgangspunkt seiner allgemeinen Relativitätstheorie gemacht hatte. Ja, das war überraschend genug, dieser Widerspruch zum Mach'schen Prinzip. Aber es kam noch besser. In einem rotierenden Universum, so zeigte Gödel, ist es prinzipiell möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Also dass Reisen in die Zukunft möglich sind, das war schon seit langem bekannt. Man kann sich irgendwie an den Gedanken gewöhnen. Aber eine Reise in die Vergangenheit ist ungleich paradoxer, weil sie das Kausalitätsgefüge durcheinander bringt. So könnte ein Zeitreisender mit einem jüngeren selbst zusammentreffen und, wie Gödel selbst etwas sinister schreibt, dieser Person irgendetwas antun. Und wer tritt dann die Reise an? Also immerhin übrigens auch das, wie es Gödel nach. Wenn der Zeitreisende landet, dann läuft die Zeit immer noch in der gewohnten Richtung und nicht etwa verkehrt. Ja, das ist also gewissermaßen ein bisschen beruhigend. Nun, Einstein und die meisten theoretischen Physiker folgerten aus Gödels paradoxen Ergebnissen, dass Reisen in die Zukunft, verzeihen Sie, das Reisen in die Vergangenheit durch irgendein noch unbekanntes Naturgesetz ausgeschlossen sind. Gödel hingegen, der folgerte, dass unser Zeitbegriff grundlegend falsch ist. Übrigens, Bertrand Russell besuchte damals Albert Einstein in Princeton und traf in dessen Haus auch Kurt Gödel und Wolfgang Pauli. Alle drei Emigranten, schrieb Russell in seiner Autobiografie, hatten den, ich zitiere, den deutschen Hang zur Metaphysik und insbesondere Gödel entpuppte sich als unverfälschter Platoniker. Offenbar sah Gödel keinen Anlass mehr, seine wahren Ansichten weiterhin zu verschweigen. Das erste Mitglied des Wiener Kreises, das im Exil starb, das war Olga Neurath. Das geschah im Jahr 1937. Olga, die trotz ihrer Blindheit noch mehrmals aus Holland nach Wien zurückgekehrt war, die erlag, so wie einst ihr Bruder Hans Hahn, im Alter von 55 Jahren den Folgen einer Operation. Otto Neurath war nunmehr zum zweiten Mal verwitwet. Im Jahr darauf, also unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss, wurde sein Sohn Paul von der Gestapo verhaftet, als er aus Wien in die Tschechoslowakei fliehen wollte. Nach Aufenthalten in Konzentrationslagern wie Dachau und Buchenwald konnte Paul noch nach Schweden ausreisen und von dort weiter in die USA. Dort inskribierte der nunmehr 30-jährige Soziologie. Den brutalen Anschauungsunterricht in den KZs, den sollte er nie vergessen. Pauls bekanntestes Buch wurde Die Gesellschaft des Terrors.
Er selbst wurde ein sehr bedeutender Gelehrter. Im niederländischen Exil war es Otto Neurath gelungen, innerhalb weniger Jahre eine eindrucksvolle Unity of Science-Bewegung aus dem Boden zu stampfen. Mit besonderem Eifer widmete er sich seinem gigantischen Projekt einer Enzyklopädie der Einheitswissenschaft. Darüber hatte er schon 1921 mit Albert Einstein bei dessen Besuch in Wien gesprochen, war bei ihm aber nur auf höfliches Interesse gestoßen. Also diese Enzyklopädie sollte 26 Bände zu je 10 Monographien umfassen, sollte in französischer, englischer und deutscher Sprache erscheinen und Naturwissenschaften, Recht, Medizin und Sozialwissenschaften behandeln. Durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs blieb das Projekt nach den ersten Heften stecken. Die Vorarbeiten allerdings, die waren schon weit gediehen gewesen. Von 1934 an fand jedes Jahr ein internationaler Kongress für die Einheit der Wissenschaft statt. 1934 in Prag, 1935 in Paris, 1936 in Kopenhagen, 1937 wieder in Paris, 1938 in Cambridge, England und 1939 in Cambridge, USA. Stets organisiert vom Unity of Science Institute, einer Zweigstelle von Otto Neuraths Mundaneum. Die Teilnehmerzahlen gingen in die Hunderte und Berühmtheiten wie Bertrand Russell oder Niels Bohr hielten Eröffnungsansprachen. Auch die Bildstatistik kam mit Riesenschritten voran. Marie Reidemeister prägte für die sogenannte Wiener Methode der Bildstatistik, die jetzt nichts mehr mit Wien zu tun hatte, den schönen neuen Namen Isotype. Das ist also International System of Typographic Picture Education. Neurath plante darüber, ein Buch zu schreiben, nämlich From Hieroglyphics to Isotype. Außerdem kombinierte er mit seiner Bildmethode, also mit den Reihen von Mandeln, die Sprache Basic English, eine Sprache, die von dem Philosophen Charles Ogden entwickelt worden war, um die internationale Verständigung zu erleichtern und die mehr Erfolg hatte als Esperanto. Also dieses Basic English, das kam mit einem Wortschatz von 800 Worten aus. Ogden übrigens hatte als junger Mann den Tractatus Logico Philosophicus gemeinsam mit Frank Ramsay ins Englische übersetzt und später ein Buch mit dem einprägsamen Titel The Meaning of Meaning mitverfasst. Sein Basic English unterschied sich vom Universalslang, den Universalslang, sagt man wohl, den Neurath als Wissenschaftssprache gefordert hatte. Aber die verbotenen Worte wie etwa Wirklichkeit, Transzendenz, Erscheinung und dergleichen, die kommen im Basic English einfach nicht vor. Ein Index Verborum Prohibitorum, ein Index der verbotenen Worte, die wurde dadurch überflüssig. Metaphysik treiben oder Heidegger übersetzen kann man im Basic English nicht. Es kam zunehmend zur Zusammenarbeit des Mundaneums mit englischen und amerikanischen Verlagen. Und Otto Neuraths Buch Modern Man in the Making erzielte im Jahr 1939 einen außergewöhnlichen Erfolg, obwohl die optimistische Botschaft in die politischen Landschaft, in die politischen Ereignisse nicht recht hineinpassen wollte. Für den Mai 1940 war der nächste große internationale Kongress geplant, diesmal in Oslo. Das übrigens eine Neujahrskarte, die das Mundaneum, also Otto Neuraths Institut, von Den Haag aus in alle Welt geschickt hatte und das sich als recht prophetisch erweisen sollte. Also für Mai 1940 war dieser Kongress in Oslo geplant, aber Hitler kam dem zuvor
Hitler-besetzte Norwegen. Und das war nur das Präludium. Am 10. Mai begannen Hitlers Truppen in einem beispiellosen Blitzkrieg Frankreich zu überrennen. Im selben Aufwaschen fiel die Wehrmacht auch in neutrale Länder wie Belgien, Holland und Luxemburg her. Das gab den Panzerdivisionen also mehr Durchschlagskraft. Und bereits am 14. Mai musste die niederländische Armee kapitulieren. In der holländischen Hauptstadt, in Den Haag, erfuhren Otto Neurath und Marie Reidemeister die Nachricht aus dem Radio. Als Ausländer waren sie einer Ausgangssperre unterworfen gewesen, aber jetzt mussten sie Hals über Kopf vor den deutschen Stoßtruppen flüchten. Auch der unerschütterliche Neurath, der verlor nicht seine Zuversicht. Wie improvisieren, sagte er. Ohne Gepäck und auf Schleichwegen erreichten Marie und Otto den Hafen von Scheveningen, wo sich schon viele Flüchtlinge oder Flüchtende drängten. Gegenüber, über Rotterdam, stand eine riesige Rauchwolke. Es knallte an allen Ecken und Enden. Die Fischer fuhren nicht aus, auch wenn man ihnen ein Vermögen dafür bot. Also übrigens nicht, dass Neurath ein Vermögen hatte. Wenn wir kein Boot finden, dann nehmen wir ein Stück Holz, sagte Otto Neurath. Aber das Paar musste nicht, so wie die Schiffer in Neuraths berühmten Gleichnis, auf hoher See einen Kahn bauen. Sie fanden dann doch Platz in einem Boot. Das war bereits heillos überfüllt und es kenterte fast, als der massige Philosoph vom Pier hineinsprang. Und Neurath war der Vorletzte, den das Boot aufnahm, unmittelbar nach Marie. Der Letzte, das war ein Psychiater, der sprang auch, landete aber im Wasser. Noch während er an Bord gehievt wurde, nahm das Boot Kurs nach Westen und tuckerte ins Abendlicht. Schwerfällig und heillos überladen mit 50 Passagieren an Bord anstelle der 15, für die es zugelassen war. Das kleine Boot trug den Namen Seemannshoop, also Seemannshoffnung. Und seine Fahrt ist in den Niederlanden fast zu einer Legende geworden. Denn die Seemannshoop transportierten die ersten Engelandfahrers, junge Holländer, die entschlossen waren, von England aus den Kampf gegen Hitler weiterzuführen. Doch die Mehrzahl der Passagiere, das waren deutsche und niederländische Juden. Manche reich, manche arm, alle mit dem besten Gewand, das sie hatten, am Leib. Sie wussten genau, dass die Seemannshoop ihre letzte Chance war, den Nazis zu entkommen. Otto war höchst erfreut, als er hörte, dass der Skipper kein Geld verlangte. Und besser noch, dass er Harry Huck hieß. Ganz der richtige Name für eine Abenteuergeschichte, befand er. Und wirklich, also Otto Neurath war mit beiden Beinen in einen Hitchcock-Film hineingesprungen. Der junge Huck, der war gar kein Seemann, sondern ein Student, der mit zwei Kumpanen das Boot gestohlen hatte durch Knacken eines Vorhängeschlosses, das den Maschinenraum absperrte. Irgendwie war es ihm dann gelungen, den Motor anzuwerfen. Der lief allerdings nur auf einem Zylinder, aber besser als gar nichts. Also die Seemannshoffnung war übrigens ein Rettungsboot der niederländischen Marine. Es zu stehlen, um Leben zu retten, das ließ sich zweifellos rechtfertigen. Das Meer blieb die ganze Nacht über ruhig. Da und dort entspannten sich leise Gespräche zwischen den Fremden. Mehrmals setzte der Motor aus. Keinem der Spinde, die man aufbrach, ließ sich eine Seekarte finden. Es konnte niemand an Bord navigieren. Das Kompasslicht erlosch. Das Deck war so überfüllt, Frauen und Kinder mitschief auf den Koffern kauend und die Männer Schulter an Schulter an die Reling gepresst, dass Harry Huck jedes Mal, wenn er vom Cockpit in den Maschinenraum wollte, über Bord steigen musste und sich über den Fender entlang handeln. Also manche Passagiere verloren den Mut und wollten umkehren. Einer schlug in der Dunkelheit zaghaft eine Abstimmung vor. Aber ein Mitglied der studentischen Besatzung sagte, wer will, kann schwimmen. Und damit war die Frage geklärt. Im Morgengrauen donnerte dann eine Bomberformation über ihre Köpfe hinweg, offenbar auf der Suche nach fetterer Beute als die kleine Seemannshoop.
Später gelang es dann Harry Hack, auch den zweiten Zylinder zum Laufen zu bringen. Das Boot war jetzt leichter zu steuern, aber niemand kannte die richtige Richtung. Es gab kaum Proviant und was den Treibstoff anlangte, so schien es unmöglich herauszufinden, wie lang der noch reichen würde. Also Harry Hack forderte die Passagiere auf, nach Treibminen Ausschau zu halten. Den Psychiater, den Pater auf Zeichen von Panik zu achten. Aber gegen Abend kamen dann 4 rauchende Schornsteine in Sicht und ein britischer Zerstörer. Her Majesty Ship Venomous nahm die ausgehungerten Flüchtlinge an Bord. Das hier ist ein Foto der Seemannshoop, aufgenommen von der Brücke des Zerstörers. Neurath erinnerte sich später, man empfing uns mit Bananen, Tee und Freundlichkeit. Die Seeoffiziere informierten Harry Hack, dass seine Seemannshoop auf wundersame Weise mehrere Minenfelder überquert hatte oder besser gesagt, also nicht durchquert, sondern wirklich überquert. Der geringe Tiefgang des Bootes hat es möglich gemacht, über die Minen hinwegzufahren, ohne sie auszulösen. Sobald die sie in Dover angekommen waren, wurden Otto Neurath und Marie Reidemeister voneinander getrennt. Neurath, der keinen Pass hatte, wies sich mit einer Rezension von Modern Man in the Making aus. Dort war nämlich sein Bild abgedruckt. Die Bobbys nickten freundlich. Aber mit Freundlichkeit gewinnt man keinen Krieg. Alle deutschen Staatsbürger, die sich in England aufhielten, wurden als sogenannte feindliche Ausländer kurzerhand interniert. Großbritannien kämpfte allein gegen Hitler mit dem Rücken zur Wand und die Angst vor einer sogenannten fünften Kolonne von deutschen Saboteuren ging um. So fanden sich Otto und Marie nach wenigen Tagen auf der Isle of Man zwischen England und Irland in getrennten Gefangenenlagern. Sie konnten korrespondieren allerdings. Otto unterzeichnete die Liebesbriefe an seine Mieze mit einem Elefanten. Die beiden durften einander sogar einmal im Monat treffen, gemeinsam mit Hunderten von Paaren, die sich in ähnlicher Lage befanden. Das wurde Marie und Otto aber erst gestattet, nachdem sie versprochen hatten, unmittelbar nach der Freilassung ihren Ehebund zu besiegeln. Freilich, wann sie freikommen würden, das blieb lange Zeit ungewiss. Neurath, der ja nicht zum ersten Mal inhaftiert war, trug sein Schicksal mit Fassung. Er fühlte sich, wie er sagte, nicht verfolgt, nicht gequält, eben nur interniert. So fand er sich mit dem Unvermeidlichen philosophisch ab, oder besser gesagt soziologisch, denn das Leben im Lager, das bot ihm Raum für interessante Beobachtungen. Er schrieb an Felix Kaufmann, ich zitiere Neurath: Ich habe mich immer für die Lebensbedingungen in britischen Gefängnissen interessiert und hätte dafür etwas gezahlt. Jetzt bekam ich es gratis. Neurath hielt auch vor den Lagerinsassen einen Vortrag über Gesellschaftswissenschaft mit dem hintergründigen Titel How do you make the tennis court so durable? Neurath sprach, wie er gern sagte, fließend gebrochenes Englisch. Ein großer Teil der Lagerinsassen waren jüdische Flüchtlinge und viele wurden im Lauf der nächsten Monate entlassen. Einstein, Russell und andere schrieben Unterstützungsbriefe für Neurath und das All Souls College in Oxford lud ihn ein, an der Universität von Oxford Vorlesungen zu halten. So kamen Otto Neurath und Marie Reidemeister nach 8 Monaten frei und die beiden heiraten dann auch prompt, wie sie versprochen hatten. Zum ersten Mal in seinem Leben konnte jetzt der fast 60-jährige Otto Neurath an einer Universität lehren. In England fragte keiner nach seiner Habilitation. Er trug ab 1941 über Sozialwissenschaften und über logischen Empirismus vor. Und rasch konnte er auch wieder seine Projekte zur Unity of Science aufnehmen. Auch seinen antimetaphysischen Kreuzzug, den verfolgte er weiter. Gab ihm denn die aktuelle politische Entwicklung nicht recht? Die unselige Ideologie der Nazis berief sich auf idealistische Philosophien.
von Plato bis Heidegger und der blinde Gehorsam von Hitlers Truppen mochte eine ferne Wurzel in Kants Ethik der Pflicht haben. Sogar ein Adolf Eichmann berief sich darauf. Mit Hilfe von Englands erster Philosophieprofessorin Susan Stebbing konnten die Neurads in Oxford wieder ein Isotype-Institut gründen. Nun schon ihr drittes. Ihre Erfahrungen und Verbindungen machten sich bezahlt. Rasch trudelten Aufträge für Ausstellungen und für Bücher ein. Vor allem kam es zu einer engen Zusammenarbeit mit Paul Rother, einem englischen Dokumentarfilmer von Weltruf. Dass der wissenschaftliche Film hervorragende Möglichkeiten für die bildpädagogischen Arbeiten der beiden Neurads bot, das war natürlich klar. Mit Förderung durch das britische Ministry of Information entstand daher innerhalb weniger Jahre mehrere Dutzend Kurzfilme sowie ein abendfüllender Streifen World of Plenty, der zu einem richtigen Kassenschlager wurde. Die politische Szene der österreichischen Exilanten, die betrachtete Neurath mit Distanz. Kommunisten und Sozialdemokraten waren zerstrittener denn je. Er wollte sich da nicht mehr einmischen. Bei Otto Neurath zeigten sich keinerlei Spuren von Verbitterung oder Resignation, als der Krieg zu Ende kam. Ganz im Gegenteil, also immense Möglichkeiten winkten. Wie schon beim Ersten Weltkrieg, schien auch beim Zweiten die Kriegswirtschaft fast unausweichlich auf eine Planwirtschaft für die kommenden Friedenszeiten hinzusteuern. Alle Bedürfnisse können erfüllt werden, wenn man nur Verschwendung durch Wettbewerb und Überproduktion vermied. Ja, die optimistischen Projekte einer sozialen Nachkriegsgesellschaft, die führten bei den Wahlen in England im Juni 1945 zu einem Erdrutschsieg der Labour Party. Nicht nur Großbritannien, sondern ein ganzer Kontinent musste wieder aufgebaut werden. Ein demokratischer Plan der Pläne, der schien zum Greifen nah. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ganz sicher nicht. Aber Neurath war gepanzert gegen jedes Gefühl der Entmutigung. Er war genauso optimistisch, wie es nach dem Ersten Weltkrieg gewesen war. Im wiedererstandenen Österreich war Umerziehung angesagt als ein Gegengift zur langjährigen Verhetzung durch austrofaschistische und nationalsozialistische Propaganda. Dass Hitler selbst diese Umerziehung seines Volkes im Lauf der letzten zwei Kriegsjahre radikal vorangetrieben hatte, das ahnten im Ausland die wenigsten. Für volksbildnerische Aufklärung eröffneten sich großräumige Perspektiven. Selbst Neuraths Projekt einer Enzyklopädie kam wieder in Schwung. Aber ein Gehirnschlag riss Otto Neurath am 22. Dezember 1945 aus seiner unbändigen Tätigkeit. Der Tod kam je. Also Neurath war mit seiner Frau Marie zum Abendessen bei Freunden gewesen. Zu Hause las er ihr noch einige vergnügliche Briefstellen vor, die er tagsüber geschrieben hatte, und sagte sinnend, dass er sich kein besseres Leben wünschen könne. Marie, die in der Küche aufräumte, vernahm ein Geräusch, das sie zunächst für das Auflachen ihres Mannes hielt. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass Otto am Schreibtisch leblos zusammengesackt war. Es war ein ähnlicher Abgang wie bei Faust. Zum Augenblicke will ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es traf sich übrigens, dass der erste Aufsatz Otto Neuraths von Dr. Faust gehandelt hat. Die passende Ouvertüre damals für ein Lebenswerk in Übergröße. Und wirklich, mit seiner unermüdlich strebenden Vielseitigkeit war dieser durchs Leben rennende
Riese, so etwas wie eine wienerische Variante des rastlosen Dr. Faust gewesen. Dankeschön.